Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. An diesem Wochenende entscheidet sich, ob wir die Regierung bekommen, die schon einen Spitznamen hat. Die GroKo ist eines unserer Tagesthemen. Überraschung in Berlin. Ministernamen sickern durch. Krisengipfel in Kiew. Klitschko trifft auf Janukowitsch. Säuberung in Nordkorea. Kim lässt seinen Onkel hinrichten. Wort des Jahres ist die GroKo schon geworden. Aber ob die Große Koalition am Ende überhaupt regieren wird, das steht noch immer nicht fest. Denn es hängt jetzt von den über 330.000 SPD-Mitgliedern ab. Die haben ihr Votum für oder gegen eine Große Koalition an die Partei geschickt und eine Hochleistungsschlitzmaschine, was für ein Wort, wird nun die Briefumschläge öffnen. Morgen früh zählen Helfer die Ja- und die Nein-Stimmen. Unabhängig vom Ergebnis schwirrt Berlin aber schon jetzt vor Gerüchten, wer welchen Posten in einem künftigen GroKo-Kabinett einnehmen könnte. Norbert Karius. Das ist eine der beiden Hochleistungsfräsmaschinen, die bis morgen früh 333.000 Briefe mit den Stimmzetteln der SPD-Mitglieder aufschlitzen sollen. Hier wird gezählt, 400 freiwillige Helfer sortieren morgen die Stimmzettel nach Ja, Nein und Ungültig. Und das sind zwei künftige Ministerinnen, falls denn die Basis Ja sagt. Andrea Nahles soll das Arbeitsministerium übernehmen, das war zu erwarten. Barbara Hendricks, bislang SPD-Schatzmeisterin, soll Umweltministerin werden, die erste große Überraschung auf der SPD-Ministerliste. Ein Teil ihres Ressorts muss sie an Parteichef Sigmar Gabriel abgeben, der als Superminister für Wirtschaft und Energie vorgesehen ist. Und noch ein alter Bekannter aus der letzten großen Koalition, Frank-Walter Steinmeier als Außenminister. Für die Verjüngung des Kabinetts sollen Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern als Familienministerin sorgen und der saarländische Wirtschaftsminister Heiko Maas, der nun in Berlin Justizminister werden soll. Überraschung Nummer zwei, den hatte nun niemand auf der Liste. Übrigens alles noch ganz inoffiziell. Dazu geben wir keinen Kommentar und Glückwünsche nehmen wir auch nicht entgegen. So ist es. Erstmal muss ausgezählt werden. Lisa und ihr Vater Klaus sind als freiwillige Helfer aus Dortmund nach Berlin gekommen. Er hat auf seinem Stimmzettel Ja angekreuzt, sie nicht. Ich möchte keine große Koalition. Ich habe Nein gestimmt. Und ich rechne aber fest damit, dass es mit Ja ausgeht, also dass die Mehrheit mit Ja stimmen wird. Aber ich glaube, wenn es so 30% werden, die Nein sagen, ist das auf jeden Fall auch schon mal ein gutes Zeichen von der Basis an die Spitze. Noch weiß niemand, wie die Mitglieder entschieden haben. Morgen Nachmittag irgendwann soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Und dass die Kisten für die Stimmzettel ausgerechnet schwarz-gelb sind und an die alte Merkel-Regierung erinnern, will hier niemand als böses Omen sehen. Uli Dippendorf im ARD-Hauptstadtstudio, da fliegen ja nun doch schon eine ganze Menge Gerüchte durch die Luft, wer welche Ministerämter besetzen könnte. Sind denn die Kabinettslisten schon fertig, obwohl es noch gar keine große Koalition gibt? Also sie sind fertig und langsam dringt ja immer mehr durch. Die neueste Nachricht jetzt vom heutigen Abend ist, dass Ronald Pofalla nicht mehr dem neuen Bundeskabinett angehören wird. Er hat die Kanzlerin gebeten, aus persönlichen, rein privaten Gründen nicht mehr ein Ministeramt bekleiden zu wollen in den nächsten Jahren. Er will Abgeordneter bleiben. Das war schon vor einigen Wochen der Fall, dass er diese Bitte geäußert hat. Es hat mehrere Gespräche gegeben zwischen der Kanzlerin und Herrn Pofalla. Die Kanzlerin wollte ihren ja fast mit engsten Vertrauten halten. Und ich glaube, das ist ihr dann eben nicht mehr gelungen. Das ist also auch bestätigt. Roland Pofalla wird dem nächsten Kabinett nicht mehr angehören. Uli Dippendorf, da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Namen, betreffend Sigmar Gabriel und andere. Weiß man da schon ein bisschen was Näheres? Ja, das kann man auch bestätigen. Sigmar Gabriel wird der Wirtschafts- und Energieminister. Und Heiko Maas wird Justizminister. Das ist sicherlich eine Überraschung. Genauso gut wie Barbara Hendricks. Sie wird Umweltministerin. Hier muss Nordrhein-Westfalen bedacht werden, der starke Landesverband. Andrea Nahles macht das Arbeitsministerium. Und Manuela Schwesig wird die Familienministerin. Und natürlich Frank-Walter Steinmeier geht in das Außenministerium hinein und ihm folgt Thomas Oppermann. Das war die schwierigste Prozedur bei der SPD, denn Thomas Oppermann wäre gerne
auch Minister geworden. Jetzt hat man ihn überzeugt, doch für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Und am Sonntag oder Montag wird ihn die Fraktion, so hofft man dann, auch wählen. Er ist ja auch erfahren genug, dieses Amt auszuführen. Uli Deppendorf, reden wir noch ganz kurz über das eigentliche aus SPD-Sicht Undenkbare. Was ist denn, wenn es nicht funktioniert, die Mehrheit der SPD-Mitglieder gegen eine große Koalition ist? Was passiert denn dann? Also im Moment gehen alle davon aus, dass es reicht, dass es klappt. Einen richtigen Plan B gibt es nicht. Dann würde, wenn, gehe ich mal von aus, es zunächst noch mal einen Versuch der Union geben, an die Grünen sich heranzurobben. Wenn der schief geht, dann würde sicherlich der Bundespräsident in Aktion treten müssen. So gibt es einige Regeln auch im Grundgesetz. Insgesamt sind alle Wege dann letzten Endes auf Neuwahlen gestellt, wenn es nicht mit Schwarz-Grün noch irgendwie klappen könnte. Also bleibt die Spannung über Nacht erhalten. Vielen Dank, ja. Uli Deppendorf nach Berlin. Bitte schön. Und wir schauen nach Kiew, wo die gefährliche Staatskrise und das Tauziehen um die Zukunft der Ukraine auch heute weitergingen. Die Barrikaden im Zentrum von Kiew wachsen und für das Wochenende sind weitere mächtige Demonstrationen angekündigt. Trotzdem redeten heute überraschend Vitali Klitschko und die beiden anderen wichtigen Oppositionsführer erstmals mit dem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch an einem sogenannten runden Tisch. Viel Hoffnung auf einen Kompromiss zwischen Staatsmacht und Opposition gab es schon vorher nicht. Entsprechend fiel auch das Ergebnis aus. Udo Lilischkis. Er salutiert zu den Klängen der ukrainischen Nationalhymne. Und dann kommen alle drei Oppositionsführer zu den Demonstranten auf den Maidan, um sich ein Verhandlungsmandat geben zu lassen für direkte Gespräche mit Präsident Janukowitsch. Vitali Klitschko, der gestern ankündigte, als Kandidat bei den nächsten Präsidentschaftswahlen teilzunehmen, nannte dann ihre wichtigste Forderung. Entlassen Sie die Regierung. Erst danach können wir den Ausweg aus der politischen Krise suchen. Doch statt nachzugeben, plane die Regierung, so Alek Tjagnibok, Führer der Nationalistischen Freiheitspartei, einen erneuten Sturm des Maidan. In der Stadt würden 12.000 Sicherheitskräfte zusammengezogen. In dieser angespannten Atmosphäre dann das Zusammentreffen der Kontrahenten am runden Tisch. In den zentralen Punkten gab es keine Annäherung. Präsident Janukowitsch lehnt weiter kategorisch ab, die Regierung zu entlassen. Er erklärte sich allerdings zu einem Moratorium bereit, das Gewaltanwendung beider Seiten ausschließt. Schon vor dem Treffen hatte Janukowitsch angeboten, sich für die Freilassung sämtlicher verhafteter Demonstranten einzusetzen. Doch auch diese Geste änderte nichts am Urteil der Opposition. Überhaupt keine Resultate, nichts, Parolen, Versprechungen, aber nichts Konkretes. Keine Annäherung, stattdessen immer mehr Gerüchte. Janukowitsch wolle den Notstand ausrufen. Ein Gericht habe die sofortige Räumung des besetzten Gewerkschaftshauses angeordnet. Wieder keine ruhige Nacht am Maidan. In Nordkorea sind nach den Henkern jetzt die Retuscheure gefragt. Der mächtige Onkel des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un wurde verhaftet und hingerichtet. Und jetzt soll Yang Song-taek so schnell wie möglich aus allen Bildern und Propagandafilmen ausradiert werden. Von einem Tag auf den anderen wurde Yang, gerade noch Kim Jong-uns wichtigster Ratgeber, als kapitalistischer Verräter, machtgieriger Alkoholiker und Schürzenjäger bezeichnet und umgebracht. Die ganze Welt rätselt nun, was wirklich hinter dieser brutalen Hinrichtung steckt. Ein Warnsignal an den nordkoreanischen Führungszirkel, der Beginn einer größeren Säuberungswelle oder gar einer bedeutenden politischen Umwälzung. Philipp Abrisch. Selten wurde ein hoher Funktionär des Staates so gedemütigt. Jang Song-taek steht gebeugt und in Handschellen vor seinen Richtern, der einst mächtige Onkel von Nordkoreas Herrscher Kim Jong-un. Es sind demütigende Bilder, veröffentlicht von der Parteizeitung und heute in Pyongyang und das Volk gebracht. Hinrichten ist noch zu wenig, empören sich die Passanten. Jang Song-taek gehört in Stücke gerissen und auf den Müllberg der Geschichte. Kurz zuvor hatte Nordkoreas Staatsfernsehen bekannt gegeben, Jang Song-taek sei zum Tode verurteilt und umgehend exekutiert worden. Er sei ein Verräter der Nation, er habe einen Umsturz geplant. Er sei korrupt, heißt es in den Staatsmedien, schlimmer als ein Hund, menschlicher Abschaum. Gab es wirklich den Plan, Kim Jong-un zu stürzen? Unwahrscheinlich. Aber Jang Song-taek war mächtig, vielleicht zu mächtig für den noch jungen, unerfahrenen Herrscher Kim Jong-un.
Sein Onkel galt als Strippenzieher, als Finanzexperte, als Reformer. Wer was wollte von Nordkorea, egal ob aus China, Japan, Südkorea, der sprach zuerst mit Jang Son-taek. Ein heimlicher Herrscher und wohl vor allem deshalb eiskalt abserviert vom eigenen Neffen. Wir erleben gerade eine Säuberungswelle in Nordkorea, die es so vielleicht vor 50 Jahren zuletzt gegeben hat, sagt der Nordkorea-Experte Ko Yang-ki. Ein fast epochales Ereignis. Vor 2 Jahren hatte Kim Jong-un die Macht von seinem verstorbenen Vater übernommen. Immer dabei Jang Son-taek, wie hier am Sarg, gleich hinter Kim Jong-un. Fast alle Berater von damals hat der junge Herrscher inzwischen kaltgestellt, Funktionäre, Generäle und jetzt den eigenen Onkel. Sie alle wurden Kim Jong-un wohl zu einflussreich. Die Hinrichtung von Jang Son-taek hat nur einen Grund. Das Signal nach innen und nach außen, es gibt nur eine Nummer eins, Kim Jong-un. Jang Son-taek verschwindet aus dem öffentlichen Gedächtnis. Er wird aus Fotos wegretuschiert, aus Filmen herausgeschnitten. Ob mit Jang Son-taek auch die vorsichtige Öffnung des Landes der Vergangenheit angehört, ist längst nicht gesagt. Vorerst aber überwiegen Angst und Schrecken im Land von Kim Jong-un, dem Herrscher über Nordkorea. Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Thorsten Schröder. Berlins regierender Bürgermeister Wowereit steht erneut an der Spitze des Aufsichtsrats des Flughafens Berlin-Brandenburg. Das Kontrollgremium wählte ihn heute mit großer Mehrheit. Erst im Januar hatte Wowereit den Posten abgegeben, nachdem schwere Bau- und Planungsmängel ans Licht gekommen waren. Klaus Wowereit war der einzige Kandidat auf der Klausur des Rates im brandenburgischen Motzen. Die 12 Mitglieder wählten ihn nicht einstimmig, aber mit deutlicher Mehrheit. Es ist in der Tat aus meiner Sicht ein Beitrag hier, das Projekt, was leider in der Vergangenheit nicht immer gerade gelaufen ist, sondern auch in vielen Fällen ganz schief gelaufen ist, zu korrigieren. Und ich übernehme meine Verantwortung. Unter Wowereits Führung war das Projekt BER schon einmal aus dem Ruder gelaufen. Kritik an seiner Wiederwahl kommt von den Grünen. Es ist eine Mischung von dreist, unverschämt und skandalös. Denn man muss sich klar machen, dass Herr Wowereit den Bürger viele 100 Millionen Euro gekostet hat durch die Fehlentscheidungen, die er mit zu verantworten hatte und mitgetragen hat. Weiterhin ungeklärt ist, wie teuer der Flughafen am Ende sein wird. Einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht. An einer Schule im US-Bundesstaat Colorado hat es eine Schießerei gegeben. Dabei wurden offenbar 2 Schüler verletzt. Die Polizei riegelte das Gebäude in einem Vorort von Denver weiträumig ab. Der Schütze soll sich nach Behördenangaben das Leben genommen haben. Morgen jährt sich der Amoklauf an einer Grundschule in Newtown zum ersten Mal. Im syrischen Bürgerkrieg wurde mindestens 5-mal Giftgas eingesetzt. Zu diesem Ergebnis kommen die UN-Chemiewaffeninspektoren in ihrem Abschlussbericht. Klar erwiesen sei der Beschuss von Wohngebieten bei Damaskus mit dem Nervengift Sarin im August, so die Experten. In weiteren 4 Fällen seien Giftgasangriffe als wahrscheinlich anzusehen. Wer für die Taten verantwortlich ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Das Assad-Regime und die Rebellen beschuldigen sich gegenseitig. Bislang ist die fertige Anlage noch eine Computeranimation. Doch nach dem Willen des Deutschen Fußballbundes soll die Nationalmannschaft genau hier während der Fußball-Weltmeisterschaft Quartier beziehen. Die Anlage Campo Bahia mit eigenem Trainingsplatz liegt im Süden Brasiliens. Bis März soll sie fertiggestellt sein. Na, das sieht ja ganz nett aus. Brasilianische Verhältnisse können wir im Dezember in Deutschland vermutlich eher nicht erwarten, Donald Becker. Oder gibt es da Hoffnung? Na, wir kommen fast in die Richtung, Thomas Roth. Die Temperaturen werden sogar noch ansteigen in den nächsten Tagen. Und wir können mal gucken, wir können uns verabschieden von dem Bild, was wir heute noch verbreitet hatten in Deutschland, nämlich Nebel. Hier war er relativ flach, Kirchturmspitze konnte noch rausgucken. Vielen Dank, Uwe Heinemann. Meistens war er aber dicker, sodass es ein ganz neblig trüber Tag dann war. Und wir können jetzt mal gucken, was sich ändert. Es kommt nämlich von Westen her doch jetzt ein Schwall wärmere Luft. Den erkennen wir hier. Diese Wolken bringen also Regen mit und auch etwas wärmere Luft. Aber gleichzeitig hat es hier einen Wintereinbruch gegeben. Gucken Sie mal hier, dieser Wirbel, der hier liegt, dieser Wolkenbatzen hat die kalte Luft angesaugt. Und so war es heute in der Türkei. Kalt, minus 22 Grad dort zum Teil. In Kairo nur 8 Grad Höchsttemperatur. In Jerusalem hat es sogar geschneit. Bei uns kommt aber, wie gesagt, diese warme Luft in den nächsten Tagen an.
Gucken wir mal in die kommende Nacht und da wird es erstmal noch verbreitet aufgeklärt sein. Das heißt, diese Nebel- und Hochnebelfelder, die noch da sind, werden sich noch ein bisschen ausbreiten. Der Regen an der Ostsee zieht ab, dafür kommt im Westen neuer Regen auf und der kann dann doch schon mal stellenweise gefrieren, weil es nämlich in der Nacht noch mal kalt wird. Verbreitet 0 bis minus 5 Grad. In den Hochtälern kann es auch auf unter minus 10 Grad abkühlen und es wird dann in den Frühstunden im Westen schon wieder ein kleines bisschen wärmer. Morgen Vormittag im Westen Regen und Nieselregen, zum Teil mit Glätte. Davor aber noch örtliche Aufheiterung. Zum Nachmittag kommt das Ganze dann ein bisschen weiter in Richtung Osten voran. Aus dem Regen wird teilweise dann auch mal Schnee. Dafür wird es im Westen wieder ein bisschen aufgehen. Das heißt, die Sonne kommt durch. Und die Temperaturen steigen auf minus 1 Grad in den Gebieten, wo immer noch der Nebel so gegen die Berge drückt. Meist sind es morgen aber schon 4 bis 8 oder gar 9 Grad an der Nordsee. Dort weht der Wind dann auch schon mit Stärke 5 im Mittel aus Südwesten, sonst schwach bis mäßig. Und der Trend für die nächsten Tage zeigt uns, dass es vor allem im Norden und in der Mitte noch gelegentlich ein bisschen Regen geben wird, bis zu 13 Grad, Nordeifel Föhn vielleicht sogar 15 Grad. Am Montag im Süden wird sich nicht allzu viel ändern und auch in den nächsten Tagen, das heißt im Verlauf der Woche bleibt es sehr mild. Donald, vielen Dank für das fast schon brasilianische Wetter. Gabi Bauer informiert Sie um 0.55 Uhr im Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch die Nacht.